Schönen guten Tag, liebe Besucher unserer Homepage. Wie gewohnt möchte ich nach einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Sie ganz kurz informieren über die wesentlichen Themen. Einen sehr breiten Raum hat das Thema Lärmschutz und Lärmaktionsplan an Straßen in unserer Stadt eingenommen. Eine Fachexpertin von einem entsprechenden Forschungsinstitut hat jetzt über Jahre hinweg gemeinsam mit uns das Thema Lärmkartierung und Lärmaktionsplan, Lärmminderung an Straßen untersucht, gemeinsam mit den Fachleuten der Verwaltung, und kommt zum Ergebnis, dass eine Reihe von Maßnahmen insbesondere an den innerstädtischen Hauptverkehrsachsen notwendig ist, um den Verkehrslärm zu reduzieren, der natürlich die Lebensqualität von vielen Menschen betrifft. Und da, wo der Lärm insbesondere zur Nachtzeit bestimmte Grenzwerte überschreitet, geht es einfach auch um Gesundheitsgefahren. Eine wesentliche Erkenntnis aus diesem Lärmaktionsplan ist der Vorschlag, den äußeren Ring um die Stadt herum komplett zu bauen, also auch mit der Krankenhaustangente, weil damit der Durchgangsverkehr auf den Hauptverkehrsachsen der Innenstadt deutlich reduziert werden kann und damit auch für mehr Lebensqualität und weniger Lärm zu Lasten der Anwohner gesorgt werden kann. Wie Sie wissen, gibt es um den äußeren Ring und insbesondere um die Krankenhaustangente intensive Debatten. Aber ich glaube, gerade das Thema Verkehrslärm kann auch einen Teil dazu beitragen, die Diskussion zu versachlichen. Wir haben darüber hinaus sehr ausgiebig über den Stellenplan der Stadtverwaltung für das Jahr 2017 diskutiert. Da sind noch viele Fragen offen, deswegen wird es noch mal eine Fortsetzungssitzung geben und eine spezielle Klausurtagung, die sich mit dem Thema Personalentwicklungskonzept der Verwaltung beschäftigen wird. Eine Stadtverwaltung ist ja so etwas wie ein großer Gemischtwarenladen mit den unterschiedlichsten Aufgaben, Zuständigkeiten behördlicher Art und damit auch ganz wichtig dafür, dass die Dienstleistungen, die behördlichen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger effizient und natürlich auch kostengünstig erbracht werden. Das Thema Personalkosten spielt im in der Haushaltsarithmetik eine große Rolle. Das ist ein bedeutender Faktor. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns mit diesem Thema sehr ausgiebig und noch mal intensiver in einer Klausur beschäftigen, um uns Klarheit darüber zu verschaffen, wie sieht die Personalentwicklung der Zukunft aus, zumal es durch den demografischen Wandel eine starke Fluktuation in den nächsten Jahren geben wird und wir daran interessiert sein müssen, im Wettbewerb um kluge Köpfe auch gute Leute für die Verwaltung zu gewinnen. Also ein Thema, das wird uns noch beschäftigen. Ansonsten weiterhin viel Freude an der Wormser Kommunalpolitik.